Hallo zusammen, mein Name ist Lena Beck und ich zeige Ihnen heute den Änderungsworkflow am Beispiel einer Stahlbetondecke mit Revit und Sophistic Reinforcement Als Ausgangssituation habe ich eine kleine Stahlbetondecke vorbereitet, die in Revit bereits bewährt wurde. Ich habe auch schon einen Bewertungsplan ausgegeben und eine dazugehörige Stahlliste. Im Nachhinein hat sich jetzt hier noch eine Änderung der Geschossdeckenabmessungen ergeben, und zwar soll die rechte Kante dieser Geschossdecke um 1 Meter verlängert werden. Wir brauchen also längere Stäbe bzw. zusätzliche Stäbe. Für die Anpassung der Bewertung habe ich mir 2 Szenarien überlegt. Und zwar wollen wir uns als erstes anschauen, wie wir vorgehen, wenn die Eisen noch nicht produziert wurden. Das heißt, die vorhandene Stahlliste und die Positionen, die können noch geändert werden. Wir können also die Stäbe noch verlängern, ohne dass es da zu Problemen dann im Biegewerk oder auf der Baustelle kommt. Als zweite Variante, da gehen wir davon aus, dass die Eisen bereits auf die Baustelle geliefert wurden. Das heißt, alle Bewertungselemente, die wir aktuell in dem Revit-Projekt haben, dürfen auf keinen Fall geändert werden, weil die eben genauso auf der Baustelle schon liegen. Wir können aber noch zusätzliche Eisen in die Geschossdecke einfügen und dann am Ende eine Änderungsstahlliste ausgeben, um eben noch die zusätzlichen Eisen nachzubestellen. In Revit beginne ich damit, eine neue Änderung für das ganze Projekt anzulegen. Das mache ich im Änderungsmanagement. Hier lege ich eine neue Änderung an, passe das Datum und die Beschreibung an. Und bestätige das Ganze mit OK. Auf dem Bewertungsplan möchte ich jetzt die Stelle kennzeichnen, an der die Änderung erfolgen soll. Diese Kennzeichnung mache ich mit Hilfe der Änderungswolken. Die Änderungswolke selbst wird auch einer bestimmten Änderung zugeordnet. Das heißt, jede Änderungswolke ist mit einem bestimmten Index dann nachher auch verknüpft. Aktuell ist es bei uns der Index 1, weil es die erste Änderung an diesem Bewertungsplan ist. Ich markiere hier die Stelle, an der die Geschossdecke verlängert werden soll. Und durch das Hinzufügen dieser Änderungswolke auf einem Plan wird der Index von dem Plan automatisch nach oben gezählt. Bei einer Änderungsliste, die man im Plankopf ergänzen kann, taucht auch die Änderung hier, die Beschreibung, automatisch mit auf. Wenn ich jetzt zusätzliche Bewertungselemente hinzufüge, dann werden die auch immer der aktuellen Änderung, also dem aktuellen Index, zugewiesen. In unserer ersten Variante gehen wir davon aus, dass die Eisen noch nicht produziert wurden. Das heißt, wir können direkt die Geschossdeckengeometrie anpassen. Durch die Abhängigkeiten der Bewertungselemente zu dem Basisbauteil wird die Geometrie der Bewertungselemente automatisch auch an die geänderte Geschossdecke angepasst. Es gibt aber von Sophistic Reinforcement Detailing eine Warnung. Und diese Warnung, die weist uns nochmal darauf hin, dass wir Bewertungselemente geändert haben, dessen Planindex bereits freigegeben wurden. Die Bewertungselemente, die waren ja ursprünglich keinem Index zugewiesen, weil es noch keine Änderung gab. Jetzt haben wir dem Plan den Index 1 zugewiesen und dadurch entsteht jetzt eben ein Konflikt. Wir wollen uns mal anschauen, welche Elemente davon betroffen sind. Ich kopiere mir deshalb alle Revit-IDs aus dieser Warnung in die Zwischenablage und wähle mir diese Elemente dann über den Befehl nach ID auswählen aus. Hier sehe ich, dass genau diese Verlegungen betroffen sind, die eben eine Abhängigkeit zu meiner rechten Geschossdeckenkante haben. Und ich kann mir jetzt überlegen, wie ich diese Warnung beheben will. Entweder ich weiß diese betroffenen Elemente, wo es jetzt eben eine Abweichung zu der ersten Variante unserer Stahlliste gibt, dem Index 1 zu. Oder ich kann auch den Index wieder zurücksetzen, dass alle Eisen den gleichen Index haben, beziehungsweise alle Eisen keinen Index haben. Das geht alles über den Zuweisungsbefehl. Ich mache es mal so, dass
der Index wieder rausgenommen wird. Dadurch ist jetzt auch die Warnung verschwunden. Es gibt keine Konflikte mehr. Ich kann jetzt noch die Darstellung von meinen Verlegungen, die sich geändert haben, anpassen. Und dann eine neue Starliste ausgeben. Meine neue Starliste hat jetzt immer noch keine Revisionsnummer, weil ich eben alle Elemente keinem Index zugewiesen habe, aber ich habe den aktuellen Stand von meinem Bewertungsprojekt und kann jetzt diese geänderte Starliste mit dem neuen Datum an das Biegewerk schicken. Für die Variante B, bei der wir davon ausgehen, dass die Eisen bereits an die Baustelle geliefert wurden, gehe ich nochmal zu dem Punkt zurück, an dem wir die Änderung dem Plan schon zugewiesen haben, aber die Geschossdeckengeometrie noch nicht angepasst haben. Da wir jetzt die vorhandenen Positionen nicht verändern dürfen, wollen wir die erstmal einfrieren. Dazu wähle ich alle Elemente in dieser Geschossdecke aus und nutze den Befehl in der Sophistic-Bewertungsregisterkarte frieren. Durch das Frieren von diesen Bewertungseisen verlieren die Elemente die Abhängigkeiten zu der Geschossdecke und alle Eigenschaften von den Elementen werden gesperrt. Wenn ich mir hier nochmal eine Verlegung anwähle, kann ich zwar alle Eigenschaften anschauen, die sind aber alle ausgegraut und gesperrt und können nicht mehr verändert werden, solange dieses Eisen eingefroren ist. Genauso wie bei der ersten Variante kann ich jetzt die Geometrie meiner Geschossdecke wieder anpassen. Mit dem wichtigen Unterschied, dass sich durch diese Anpassung der Geometrie jetzt keine Änderungen an der Bewertung ergibt. Jetzt, wo meine Geschossdecke die richtige Geometrie hat, kann ich zusätzliche Verlegungen ergänzen. Diese neuen Verlegungen bekommen dann automatisch den Index 1 zugewiesen als Sophistic-Revision. Ich kann auch die gefrorenen Verlegungen, wie zum Beispiel diese Steckbügel, auch um einen Meter nach rechts schieben. Die ändern dadurch nicht ihre Geometrie, nicht ihre Positionsnummer, sondern werden so, wie sie sind, verschoben. Hier oben und unten fehlen mir noch Steckbügel, die ich als neue Verlegungen ergänzen werde. Diese zusätzlichen Bügel, die ich hier ergänze, die haben ja die gleiche Geometrie wie die Bügel, die ich schon bei einer ersten Version meines Planes erzeugt habe. Dementsprechend sollen die auch die gleiche Positionsnummer erhalten, damit man hier gleich sieht, von dieser ursprünglichen Positionsnummer 9 kommen noch zusätzliche Elemente dazu. Dass die jetzt zur gleichen Position dazugefasst werden, liegt daran, dass ich in den Einstellungen von Sophistic unter dem Tab Positionen diese Option Revision am Plan berücksichtigen deaktiviert habe. Das heißt, die Verlegungen, auch wenn sie unterschiedlichen Revisionen zugeordnet werden, bekommen die gleiche Positionsnummer bei der gleichen Geometrie. Auf diese Art und Weise kann ich jetzt noch meine restlichen Verlegungen ergänzen. Auch die geraden Stäbe lege ich mir noch mit rein. Und kann dann von diesen zusätzlichen Eisen eine Stahlliste ausgeben beim Erzeugen der Stahlliste. Kann ich hier unten wählen, ob ich nochmal alle Elemente aufgelistet bekommen möchte von allen Revisionen, da ich in meinem Fall davon ausgehe, dass die Eisen, die keinen Index haben, bereits auf der Baustelle liegen, benötige ich nur noch die zusätzlichen Eisen. Das heißt, ich will auch in meiner Stahlliste nur die Eisen sehen, die als die dem Index 1 zugewiesen wurden. Und dann habe ich meine ergänzende Stahlliste für die Revisionsnummer 1 und alle Eisen, die hier aufgelistet werden, sind dem Index 1 zugeordnet.
Das war der Änderungsworkflow im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr.